Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Super Paper Mario in Part 21. Ich habe rausgefunden, was wir machen müssen, und zwar einfach wieder zurückgehen und mit den Leuten reden, weil wir nicht weiterkamen. Klipolaner leben ewig hier, jagen den Frieden, aber bald Ende für Klipolo. Florosapien schnappen alle Klipolaner. Ah, oh großer Fels, der wir uns beacht. Wir flehen dich an, hilf uns Klipolanären. Ja, machen wir. Mühlen Fluss, Klipp, jeden Tag in Fluss, Klipp, rein und weg, Klipp. Was Abiroso macht? Müll in Fluss werfen, was glaubst du denn? Müll geht zurück in Natur, da Müll nicht verschwenden, weiß jeder. Ja, kommt drauf an. Hi. Dein Gesicht sehr traurig, da, Leben nicht schön. Was, Peach, sieht doch nicht traurig aus. Hier Motto für dich, Interessantes macht Leben spannend. Und überall Interessantes, Casario kann zum Beispiel ein Beispiel sagen. Da, du siehst drei Blöcke in Reihe, dann triff so, links, rechts, Mitte. Dann Interessantes passiert, Casario macht keine Witze. Alles klar, das war unser Stichwort. Ich habe nämlich noch diese drei Blöcke im Kopf, die da am Ende waren, wo wir nicht weiterkamen. Dann gehen wir doch einfach mal wieder zurück und machen links, rechts, Mitte. So, dann hier hoch und da hoch und hier. Zum Glück sind die ganzen Gegner weg. Ja, funktioniert doch. Dim, dim, dim. Weiter geht's. Ah, da hinten flüchten sie. Du meine Güte, hast du sie gesehen da drüben? Ja, hab ich. Was bist du denn für einer? Reicht dir das nicht mal langsam? Wie viel Leben hast du eigentlich, Mann? Der ist ja sehr hart. Den nächsten, den wir sehen, holen wir mal Bowser raus. Und einen anderen Pixel. Hey, das ist sogar mega praktisch. Schieb die einfach mal weg. Na, brennt euch der Arsch. Haha, KP um 5 gestiegen. Jetzt sind wir Max OP. Ach Mist. Boah, das macht aber schon richtig Schaden. So. Hätten wir. Wow. Respawnst du oder was? Jetzt. Na also. Wie viele haben wir davon denn noch? Ich meine, wahrscheinlich können wir einfach unsere Dimension drehen und dann. Ja, so viele Kombinationen gibt es jetzt nicht mehr. So. Hier ist nichts. Kurz gucken, ob Tippi was sagen kann. Nein, wieder nur drei Blöcke. Drei Blöcke in einer Reihe. Sieht nach einem Mechanismus aus. Ja, genau wie letztes Mal. Wir gehen einfach mal der Reihe nach. Gehen wir mal andersrum. Eins, zwei. Also das hatten wir schon. Dann nehmen wir eins, zwei, drei. Dann nehmen wir. Ne, das hatten wir jetzt alles schon. Zwei, eins, drei, zwei, drei, eins. 3, 1, 2, 3, 2, 1. Leck mich, wie viele Kombinationen gibt es denn? Hm. Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht geben uns diese Dinger hier Hinweise oder sowas. Oder irgendwas hier in der Nähe. Könnte uns einen Hinweis geben oder so. Hm, sieht nicht so aus. Okay.
Ja, die haben 3 X oben, aber das bringt mir nichts. Ach man, ich bin verwirrt. Warum verstehe ich denn nicht, was man hier machen muss? Ich weiß es nicht. Tippi, hast du irgendwas zu diesen Säulen zu sagen? Nein, das ist unser Kollege. Ich habe keine Ahnung. Warte, ich habe das Gefühl, dass das vielleicht irgendwas mit den Steinen neben den Säulen zu tun hat. Das ergibt alles keinen Sinn, Mann. Ah, warum bin ich so verwirrt? Was müssen wir tun? Gibt der Hintergrund irgendwelche Hinweise? Auch nicht. Hä, wie kann man denn so auf dem Schlauch stehen, Mann? Was ist denn jetzt hier los? Muss ich jetzt wieder zurück mit denen reden, oder was? Was seid ihr für Kackdinger? Ich wette, ihr habt irgendwas damit zu tun. Da soll man so jetzt drauf kommen, oder wie? Also ich hab's noch nicht gerafft. Oh Mann, ich dachte, jetzt geht's endlich weiter. Ich gehe nochmal zurück und frag mal die Bewohner. Ach, hier war das auch gar nicht, muss ich dieses Tor hier. Mann, Mann. Sagst du, wir leben friedlich, bla bla und so weiter und so fort. Ich will in diese kleinen Häuser reingehen. Irgendwie muss ich mich später noch klein machen. Halt mal kurz, du sagst jetzt irgendwas Neues. Komm. Keine Sorge, ich will keine Münzen, nur bitte sagen. Dreimal bitte. Ich krieg's aber nur einmal hier rein. Das ist ein scheiß Ernst. Ja, so gut, da. Casario weiß jetzt, dass du wirklich hören willst. Casario kann spüren, da. Hier, so ein Geheimnis für dich. Es ist aber lang, du vielleicht schreiben, damit du nicht vergisst. Da. Du schreibst Werkzeug in Nähe? Nö. Such Werkzeug zum Schreiben und komm wieder. Da. Ja, habe ich gefunden. Du sicherstellen, dass nichts vergessen. Da. Nächstes Mal siehst du 3 Blöcke springen. So. Mitte, rechts, links. Links, rechts, Mitte, rechts, links, rechts, rechts. Mitte, rechts, rechts, links, Mitte, Mitte, links, links, rechts, links, links. Verdammt, links, Mitte, Mitte, Mitte. Das alles, du mitgeschrieben. Du machst richtig Interessantes passiert. Da. Vielleicht Spaß. Da. Guten Clip. Was zur Hölle. Warte. Ich muss mal eben hier gucken, dass ich bei mir ein Textdokument geöffnet kriege. Das schreibe ich mir auf. So. Also, nächstes Mal, ich springe so. Also, Mitte, rechts, links. Mitte, rechts, links. Links, rechts, Mitte. So, dann wieder rechts. Links, rechts, rechts. Alter, ist das kacke. Mitte, rechts, rechts, links. Und scheiß, kann man doch niemals dich random triggern.
Mitte, rechts, rechts, links, Mitte, Mitte, links, 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 rechts, links, links. Alter, willst du mich verarschen? Links, Mitte, Mitte. Links, Mitte, Mitte. Alles klar. War's das? Diesmal alles mitbekommen, du springst also so tolle Sachen. Oh mein Gott. Verdammt, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Sprünge. 24 fucking Sprünge. In einer Reihenfolge, die exakt passen muss. Sowas kann man nicht random triggern. Na, verdammt. Bitte lass diese Gegner jetzt nicht respawned sein, ich habe keinen Bock, die mit Bowser wieder umzuhauen. Hui. Jetzt darf ich mich gleich nur nicht vertun, wo ich schon war und wo ich noch hin muss. Also, wir fangen an. Mitte, rechts, links, links, rechts, Mitte. Rechts, links. Rechts, rechts, Mitte, rechts, rechts, links. Mitte, Mitte, links, links, links. Rechts, links, 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 Mitte, Mitte. Meine Fresse, ist das ein Scheiß. Und wenn hier jetzt nicht irgendwas Cooles passiert oder wir hier weiterkommen oder sowas, dann kriege ich einen riesen Anfall. Also das muss ich echt sagen, das hätte man auch, glaube ich, besser verpacken können. So, fertig. Keine Lust mehr hier. Scheiß Textdokument wieder löschen hier. Ja, ich möchte das Spiel speichern, danke. Auf der Suche nach den entführten Klipulanern begaben sich Mario und seine Freunde zur Kluft von Klipdorf. Was führten die Florosapiens nur im Schilde? Und wo nur befanden sich ihr König Krokus und das reine Herz? Obwohl schnell vorankommend, bekamen unsere Helden die Florosapiens nicht zu Gesicht. Aber Mario gab nicht auf. Er war sicher, sie einholen zu können. Dip, 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 dip. Pixel, Tafeln und Klipulana. Sagt mir gerade nichts, hoffe wird nicht doof. Da! Da! Wir haben die Unholde eingeholt! Okay. Ew, so viele Gegner. Da möchte ich doch gerne Bowser rausholen. Der Bro weiß, wie man mit solchen Dingern umgeht. Ha. Bowser ist eine Maschine. Eine Wurzel. Du Arschpflanze. Autsch. Ich möchte nämlich eine Wurzel erstmal essen. So, hier kommen wir auch nicht rein. Alles klar. Kann Bowser schwimmen? Ja, doch, klar kann er. Das konnte er im zweiten Teil schon. Das ist ja mal cool. Nehmen wir das doch einfach mal mit, wo wir schon mal hier sind. Oh. Wassertafel. Eine Tafel mit einem eingravierten Wassersymbol. Oh, wow. Die Stampfattacke sollte ich mir hier schenken. Sie macht so viel Spaß. So, dann haben wir die schon mal gefunden. Finde ich gut. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass wir nachher mehrere finden müssen.
mein Gott, sie gehen alle in die Röhre. Tim, Tim, Tim. Tim, Tim, Tim. Ah! Ja, das dürfte Bowser hinkriegen. Sie sind in dieser Röhre verschwunden, oder? Das hat man jetzt echt gut sehen können, doch. War klar. Da muss man doch echt genau springen. Tippi, ist da was? Nein. Diese Tür schwebt einfach nur so darum, weil sie es kann. Ich möchte hier gerne mal unsere Bombe rausholen. Bitte. Diu, diu, diu. Dem, 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 dem. Ein Weg zu dieser Tür. Ich gehe da erstmal rein. Keine Ahnung, was das ist. Oder was dahinter ist. Oder da drin. Wo auch immer wir jetzt landen. Das sind wieder Sachen. Okay, die sind cool bei den... bei denen platzt der Panzer. Pixel, Filippo. Nein, nicht jetzt. Ey, bist du scheiße? So kann man es natürlich auch machen. Jetzt geht weg von mir, Mann. Ja, war klar. Kassiere ich direkt wieder Schaden. So. Was soll denn der Kack? Die tanzen da alle um so einen Yoshi rum. Ich wette, da gibt es nachher irgend so eine Statue und um die muss man dann auch so rumlaufen. Ah, das ist natürlich geil mit Bowser. Da kannst du dann durch den Gegner durch Schaden machen. Pissig. Du regst mich auf. So, wir holen jetzt erstmal das schwarze Loch in den Vordergrund, nicht? Gut, dann wechseln wir wieder auf Mario. Hier gibt es bestimmt irgendwas. Oder Tippi. Nö. Sieht nicht so aus. Oh, ganz viele. Ha, komm ich nicht dran. Ich weiß, wir werden Schaden kriegen. Hier sind jetzt ziemlich viele Sachen unterwegs. Da hinten konnte man gerade weitergehen. So. Hier war jetzt dieser Weg, den wollen wir mal nehmen. Aha. Hier geht's also in tiefere Gefilde. Was ist das hier? Feuer. Ha. Wir haben nur einen Kollegen, der Feuer machen kann. Bowser, please. Denn. Feuertafel. Eine Tafel mit eingraviertem Feuersymbol. Dim, 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 dim. Ist natürlich lustig, Bowser mit ganz vielen kleinen Marios. Nein, ich wollte nicht Peach nehmen. Ich wollte auch nicht in meine Rezepte gucken. Ich wollte eigentlich Mario auswählen und hier wieder hochlaufen. Aha, hängen geblieben. Aha. Na gut, gehen wir einfach mal hier weiter. Hier haben wir ja auch noch nicht alles gesehen. Joa. Würde mal sagen, wir müssen mal ein paar Items einsetzen hier. Müssen wir nachher mal machen, wenn wir ein paar Gegner sehen oder so. Dann holen wir uns einfach mal ein so ein Item aus der Tasche. Hier zum Beispiel. Kurz gucken, was der Sternwind denn so macht. Ja. Und feuere auf die. Ach du Heilige. Nein! Nicht ganz getroffen. Okay, das ist aber cool. Wenigstens. So. Da kann man nicht rein. Ja, wie oft denn noch?
Ah, ich hör's ja so gern. Klettern wir doch mal direkt hoch. Hier muss es irgendwo was geben. Und das könnte die Luft- oder Windkarte sein oder sowas. Und wir klettern schneller, als die Treppe spawnt. Scheiße. Ich sehe schon, hier müssen die Karten eingesetzt werden. Ja. Wie auch immer. So. Fertig. Das habe ich mir jetzt irgendwie kraftvoller vorgestellt. Also irgendwie bringt's die Items in diesem Spiel nicht. So, da geht's weiter, da ist bestimmt... Ja gut, das haben wir ja mit Bowser schon rausbekommen. Was wir noch irgendwas haben hier? Eine super Fangkarte. Ja, das ist cool. Die muss ich, glaube ich, direkt auf ihn werfen. Oder so ähnlich. Tada, eine Klubberkarte. Cool. Jetzt sehen wir da noch ein Item vor der Röhre, das möchte ich auch gern haben. Autsch. Ah, das ist doch schon besser. So, hier beenden wir jetzt aber erstmal den Part. Vielen Dank dafür, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Macht's gut und tschüss.